Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games hier auf meinem Kanal und heute auf dem Heavy Warnet Server in Wool City. Ja, das sieht schon echt wollig aus hier, meine Freunde, ja. Aber wir sind nicht in die Mitte rennen, denn sonst werden wir sterben, denn alle Leute werden auf uns gehen. Sie werden uns killen, sie wollen uns killen und sie werden es tun, wenn wir in die Mitte gehen. Deswegen werden wir hier einfach nur rausrennen. Ah, und wir failen beim Rausrennen. Sprintbug, dass der immer noch nicht behoben worden ist. Was da los mit Mojang? Nicht mit Mojang Minecrafter, sondern wirklich mit Mojang. So. Zack. Auf geht's hier. Auf geht's hier. Hoppa. Ich kenne die Map so halb. So halb ist echt gut gesagt, denn ich weiß nicht alles. Also ich weiß, wo ein paar Truhen sind. Ja, mehr weiß ich nicht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das sieht gar nicht gut aus. Also das Problem ist, dass ich nie Schwerter habe. Das ist so ein Riesenproblem. Das fuckt mich so ab. Ich habe nie ein Schwert. Oh, da ist sogar hier ein Enchanter. Und eine Truhe. Oh, wir haben es geschafft. What the fuck? Wir haben den Sprung auch geschafft. Oh, Eisen. Ey, wir haben einen guten Start erwischt eigentlich. Wir brauchen halt nur, wenn wir jetzt ein Schwert haben, wäre es ein Traum. Okay, noch ein Lederding. Ziehen wir auch mal an. Wir brauchen nur ein Schwert. Ein einziges Schwert. Oh, eine Axt geht auch noch. Kann man sich noch relativ in Ordnung mit verteidigen mit so einer Axt, aber man kann halt kein Block-Hitting machen. Was ziemlich blöd ist. Oh, da kommt gleich einer hoch. Haben wir einen Bogen? Haben wir auch nicht. Toll. Echt toll. So, hier ein bisschen mit der Angel rumfuchteln. Vielleicht verpisst er sich ja dann. Ja, komm an den Haken. So, wie kommen wir jetzt hier am besten wieder hier runter? Wollen wir hier einfach runterjumpen? Oh, ja. Das sah mehr nach Gefallen aus. So, wir gucken einfach mal. Vielleicht finden wir hier noch was. Und für alle diejenigen, die sich fragen, hä, warum sieht dein Bild so komisch aus? Ja, ich hab einfach mal den Pfoff runtergestellt. Oh, noch nicht mein Level. Krieg man bei 2 kein Level? Ich meine, da kriegt man immer ein Level. Aber naja, was willst du machen? Ja, Leute. Hier fehlt doch irgendwo noch eine Truhe. Hier muss doch irgendwo noch eine Truhe sein, hier an dem Berg. Wäre auf jeden Fall ganz wünschenswert. Ein Steinschwert. Oh, was wäre das schön. Oder ein Bogen wäre auch schön. Obwohl ich kein Bogenskiller bin, deswegen lieber ein Schwert. Brauche ich einfach nur sinnlos. Brauche ich da drauf kloppen auf die Gegner. Aber hier, das sieht auch wie so ein schöner Weg aus. Also, kann gut und gerne mal auch mal was sein. Da hinten ist eine Truhe, auf jeden Fall. Oh, ich falle immer. Ah, das war aber alles geplant, von daher. Deswegen kann ich hier... Ah, einen Bogen. Wunderbar ist das ja. Und da unten ist auch noch eine Höhle. Ich weiß, dass da Truhen drin sind, aber da gehe ich jetzt mal nicht hin. Ich gehe jetzt hier einfach mal hin. Ah, die Pilze hätte ich eigentlich mitnehmen können. Oh, ist das alles spannend immer hier. Ist ja nichts für mein Herz. Gar nichts für mein Herz. Schwert. Auch wenn es nur ein Goldschwert ist, es ist ein Schwert. Und wir haben eins. So. Oh, die Höhle, die ist ja riesig. Und Essen. Wunderbar. Da ist noch eine Truhe. Auch wunderbar. Und jetzt begeben wir uns in die offene Welt. Ja! Jo, das schaffen wir. Ich weiß, dass da ein Schild ist, wo Nothing draufsteht. Damit hat er mich schon öfter mal verarscht. Ich dachte, da wäre gerade irgendwie einer ins Wasser gesprungen, aber ich habe mich da wohl etwas vertan. Also, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Vielleicht kommt jetzt hier so einer von da oben runtergejumpt und killt uns. Aber das wäre schon echt unrealistisch. Aber wenn das jetzt passieren sollte, dann
bin ich der absolute Barbo. Der Chabo oder der Barbo. Hier kann man übrigens auch mit dem Schwert die Truhen einsammeln. Nicht so wie in Hive, wo das nicht geht. Also, dem Punkto ist der Server Hive auch überlegen. Aber, wenn ihr hier drauf zockt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch einfach mal Premium kauft. Denn ihr habt ja auch immens viele Vorteile. Ihr kommt zum Beispiel in jede Lobby rein und das ist abends gar nicht mal so unübel. Denn abends ist der Server... Oh, ich habe ein Steinschwert. Nice, und jetzt... Oh, jetzt ist gleich schon Deathmatch. Das ging aber schnell. Denn der Server ist abends echt sehr, sehr voll. Wir haben einen... Kommt schon, wir treffen euch. Oh, Deathmatch, ich bin kein Bogenskiller, I know that. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. So, komm schon, stirb. Komm schon. Den nächsten gekillt. Und wir sind tot. Ah, egal. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes Match abgeliefert, würde ich mal sagen. Der hat gewonnen, aber es waren auch zwei Leute, die sich, ja, wir hätten strategisch handeln können. Naja, wir wurden Zweiter. Der Erste gewinnt 100 Punkte, aber wir haben die 100 Punkte jetzt nicht gekriegt, sondern deppische 5 und nochmal 5 und nochmal irgendwie 5, keine Ahnung. War auf jeden Fall eine geile Runde, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, kauft euch Premium, denn sonst habe ich, glaube ich, nicht richtig beendet. Kauft euch Premium, ihr habt Vorteile und der Server, der bleibt am Leben, denn es hieß, er würde vielleicht runtergefahren, wenn es nicht genügend Spender gibt. Also, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!